Leute, jetzt kommt Nummer 4 von Märchen in Asozial. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt in den Kommentaren geschrieben, Kitten, reagiere mehr auf Märchen in Asozial, wir wollen das. Und ich will das auch, weil ich feiere es des Todes. Und deswegen würde ich sagen, Leute, let's go mit Julian Bam, Märchen in Asozial, Nummer 4, featuring Kelly. Let's go. Es war einmal ein tüchtiger, leicht dämlicher junger Mann namens Hans. Nachdem er 7 Jahre lang tagtäglich ganze 34 Minuten im Burger King schuftete, hatte er plötzlich keinen Bock mehr und wollte nun endlich heim zu seiner Mama. Als Dankeschön für seine Kündigung belohnte ihn sein Chef mit einer gebührenden Abfindung. Geil, ich bin aber weg. Vom Morgen übrigens nicht, wo? Ja, logisch. Du hast ja auch gekündigt. Dann bis übermorgen oder so, wo? Oh, Scheiße. Auch wenn man das Sprichwort stimmt und das Glück ist wirklich mit den Dummen. Und so machte sich Hans mit einem Lied auf den Lippen auf den Weg und trällerte ein liebliches Freudenlied vor sich hin. 100 Bitcoins in der Tasche, Hans hat Glück. Parade macht, das geb ich Mama hier zurück. Hab frittiert, gebraten und manchmal gedämpft. Doch damit ist Schluss, weil jetzt wird hart gegönnt. Alter, was das? Waschmaschine! Was kann das? Ziemlich vieles! Kann ich das haben? Yo, dann biete! 100 Bitcoins, und zwar diese. Hab ne Waschmaschine, der Hans wird jetzt clean. Rieche bald nicht mehr wie Döner Tzatziki. Waschmaschine, 500 PS, gönn mir den Sound. Wer steht denn da? Oha, ich check das jetzt mal aus. Alter, was das? Merkus Gläser! Was kann das? Mega viel wert später! Kann ich das haben? Yo, dann biete! Ich hab hier ne mega krasse Waschmaschine. Merkus Gläser am Start, mega Wertanlage. Hab jetzt alle auf die Regenbogenfarbe. Krass, ich bin safe Millionär in ein paar Jahren. Aber was ist das Geiles da drüben, will ich haben. Alter, was ist das? Sack voll Scheiße! Was kann was? Das? Nix, ist halt ein Sack voll Scheiße. Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Können wir noch mal einmal kurz darauf eingehen, wie geil der Beat ist? Ich bin ja voll verliebt in diesen Beat. Jetzt mal ohne Spaß. Er ist richtig geil, der Beat. Oh, bitte tausch es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Kann ich das haben? Jo, dann biete. Hab hier Meckes Gläser, mega viele. Ich hab den besten Shit am Start, nen ganzen Sack. Vielleicht kauf ich mir davon eine ganze Stadt. Oder ich investiere in irgendwas. Korrekt, ein Brunnen, ich hab Durst, mach Wasser klar. Geil, Alter, klinges Wasser oder was? Fuck, oh, komplett versifftes Wasser. Na. Oh, leicht nussig. Oh, hey, Bock zu küssen? Hätte Glück! Es war einmal ein alter, fleißiger, aber sehr weirder Puppenbauer namens Geppetto. Dieser wundervolles Ende! Wundervolles Ende! War weit und breit für seine spektakulären Holzarbeiten bekannt, aber nicht beliebt. Weil er also so damn lonely war, wünschte er sich nichts sehnlicher als einen Holzkopfjungen, den er aufziehen konnte. Da ihm aber keines seiner Werke zusagte, begab er sich auf den Weg, um das perfekte Stück Holz zu finden, um aus diesem einen Jungen zu schnitzen. Holz! Komm mit zu mir in die Werkstatt! Gutes, minderwertiges Holz! Oh, das wird schön, das soll. Yay! Yeah. Da der alte Puppenbaumeister ein kleiner Sadist war, baute er seinen Holzkopfjungen extra hässlich und dick. Dann, als er sein fertiges Werk beäugte, irgendwas ist komisch, passierte etwas Wundersames. Alles im Petto, Mr. Geppetto, für mich war schlecht so, müde und geschwächt, Bro. Hast du Espresso, geht auch von Netto, presto, presto, mach mal bisschen Tempo. Du kannst reden, bist am Leben, hängst nicht an Fäden oder Stäben, dass ich das noch mal erleben kann. Oder bin ich vom Geist und ein Benebelmann? Mir egal, du Muruk, mach Mund zu, denn du stinkst nach Sujuk. Scheiße reden ist eh nicht gesund für Blutdruck. Gib mal Paracetamol, mach mal keinen Humbug.
laufendes Regal. Mister, ich brauche nie Almosen. Brauche Coins, wie Dieter Bohlen. Bubala, dann geh ich nur ein paar Coins verdienen für dich. Mach schneller! Voller Glück und Tatendrang machte sich Geppetto schon wieder auf einen Weg, um sein Wertvollstes zu verkaufen, um etwas Geld zu verdienen für sein liebgewonnenes Stück Holz. Mein Badewasser. Bubba, hier hast du 3D-Mark, mein Bubba. Schon geil! Mach deinen Herrn stolz und bring deine Seiten auf Nuss. Hau rein, Papu, ich bin weg! Wie sagt man? Körperkippen! Ey, du kleiner Buchensohn! Wow, ey, du Fee! Sind deine Seiten schon auf Null rasiert oder nee? Ich war beim Barbier, der hat mich weggeschickt, sag ich soll wieder kommen um 3:30. Du lügst und schau, wie ich dich bestrafe. Deine Nase wächst dann wieder als einer Giraffe. Spür den Fluch der 31er, spür meine Rache, die jedem gebührt, der meint, mich zu verarschen. Ah, ich hab ne Steifen im Gesicht. Ah, der ist größer als der Steifen in meinem Schnitt. Sag mir endlich, wo ist Geppettos Patte? Sonst wächst deine Latte, du verlogene Ratte. Na gut, ging drauf für neue Holzpolitur. Ich hatte eh keinen Bock auf so eine Aslak-Frisur. Du lügst, für Geppetto ne Blamage. Bald ist dein Gesicht nur noch eine lange Nase. Ich reg mich hier voll in Rage, schick dir ne Holzfirma-Plage. Lüg halt doch, dann wächst die Nase bis ans Ende aller Tage. Bald hast du nen Riesenzinken, kannst ihn nicht mal überschminken oder ganz normal was trinken. Na gut, ich hab mir Ziggis geholt. Und jetzt? Siehst du? Geht doch. Aber meine Nase ist doch immer noch lang. Ach, das kriegen wir hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Musst du nicht bald los? Nein, ich hab dieses Märchen frei. Ich hab heute meinen Shopping-Tag. Insider-Merch. Im BAM-Shop.de. Budibui. Es war einmal eine verzogene kleine Göre, die man aufgrund ihrer goldgelockten Karnevalsperücke nur Goldlöckchen nannte. Kotmäulchen wäre zwar noch passender gewesen, aber leider nicht so gesellschaftstauglich. Kotmäulchen! Kotmäulchen, ich breche ab! Oh, schön. Das süße kleine Kotmäulchen, okay, man kennt. Da sie ein unbehütetes Leben führte und sonst keine Probleme hatte, suchte sie ständig den Kick, indem sie in fremde Häuser einbrach und dort für kurze Zeit hausierte. Oh, da fühlt man sich ja gleich wie zu Hause. Am Abend kamen die Eigentümer des Hauses von ihrem Waldstuhlgang zurück und riefen voller Empörung aus. Was da los? Ey, war doch bloß! Ey, ganz kurz, groß! Ey, voll nicht okay! Harambe, wer hat da an meiner Shisha geraucht? Ah. Harambe, wer hat da meinen Lieblingskopf verbraucht? Mann. Und Hara, sag mal, wo ist denn der dritte Stau? Bin ich denn einer windigste, dicke Ghetto-Frau? Ah. Walla, wer hat an meinem Bären Börek geleckt? Walla, an meinem ist sogar ein sauber Fleck! Walla, wer ist denn dieser Langfinger Lelek? Doch jetzt kommt erstmal die Hook von diesem Killer-Track! Arena, was da los? Alter, was? Tschüss, wer hat hier seinen Jarak abgewischt? Tschüss, bei mir ist seine Tire weggenickt. Lass sie mit ner Hut wecken, die alte Snitch. Amina! Was da los? Alter Mann! War doch bloß! Amina! Schlafen bloß! Palama! Ab in Zoo! Hört auf, ihr Bären, mir den Bären noch zu binden. Ich begehre, was zu klären, hol euch Doppelapfelminze. Wird auch nie mehr euer kostbares Shisha-Wasser trinken. Bring uns nur Papier, denn ihr seid übelst krass am Stinken. Ja, wir waren eben auch groß. Bah, ey, ekelhaft, Braunbärne, ich geh erst mal Apfelminze kaufen. Und so konnte Goldlöckchen die 3 Bären überzeugen, sie gehen zu lassen, um all die Dinge neu zu besorgen, die sie benutzt und verbraucht hatte. Ey, wo bleibt ihr denn? Hallihallo, Hallöchen! Ey, bleibst zum Essen, gleich kriegen wir neuen Börek und neuen Tabak. Nee, also ich hab grad so ein Goldlöckchen gefuttert, die hatte alles dabei. Amina, was da
los! Es war einmal ein kleines Schneiderlein, das aufgrund seiner Minderwertigkeitskomplexe und Bestätigungsgeilheit aus jeder kleinen Mücke einen Elefanten machte und sich auf jeden noch so kleinen Scheiß etwas einbildete. Leute, ich habe ein ganzes Haus gebaut! Alleine! Interessiert uns nicht, Thorsten! Leute, ich habe eingelocht! Beim ersten Mal! Leute, ich hab grad 7 Flaschen gekillt auf einen Streich. Was? 7 gekillt? Herbert, Loredana! Hast schon gehört? Das Schneiderlein hat 7 Typen gekillt. Gleichzeitig. Boah, 7. Unsere königliche Armee ist so wack. Wir brauchen... Was? 7 auf einen Streich? Schaffen wir diesen Krieg dabei? Als der König erfuhr, dass ein solcher Krieger in seinem Königreich lebte, schickte er umgehend nach dem Schneiderlein, um es mal penibel unter die Lupe zu taken. Dann erzähl mal was von dir. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib und brauch mal wieder meinen Sonntag 15 Uhr High-Kick. 7 Flaschen seh ich, während ich da einfach sitz. Schweißperlen auf der Stirn, ja auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünner Hals, ihr Inneres als kalt. Auf der Straße kennt man viele, liegen auf Asphalt. Schon der 5. knallt, voila, verlier meinen Halt. Der 6. wird mich, der 7. kommt mir durch meinen Hals. Sonntag 15 Uhr, chillt allein in seiner Crib und braucht mal wieder Sonnen, Sonntag 15 Uhr, halt kickt. 7 Flaschen sieht er, während er da einfach sitzt. Schweißperlen auf der Stirn, ja auf einmal macht es Klick. Goldene Haut, dünner Hals, ihr Inneres ist kalt. Auf der Straße kennt man's, viele liegen auf Asphalt. Schon der 5. knallt, Balla verliert seinen Halt. Der 6. wirkt ihn, der 7. kommt ihm durch seinen Hals. Bruder, bist richtiger Haiwan. Man erzählt sich, bist ein wahrer Meister. Hab gehört, dass du niemals scheiterst und du schon als Baby übertrieben breit warst. Okay, alle wissen, 7 Flaschen gekillt. Emma machen ja, weil ich halt immer chill. Sie gegen 7 überwiegende Willen. Ich hab den höher liegenden und übertriebenen Skill. Na gut, das reicht. Königlicher Bratan! Was ist denn los? Stell den zum Oberbarbo der königlichen Armee ein Fürmindestlohn. Nein, Moment. Untermindestlohn. Jawohl, euer Majestät. Was soll ich da machen? Na, das, was sie am besten können. Killen! Boah, geil! Schlag an! Alles klar, Chef. Dann gehe ich mal zur Arbeit. Meine Armee, heute bekämpfen wir keine Drachen, nur Schurken. Heute bekämpfen wir die Leber! Yeah! Yeah! Das ist mein Job! Was? Seit wir diesen neuen Oberbabu haben, ist unsere Armee nur noch besoffen! Wir müssen ihn loswerden! Aber wie denn, mein König, bedenkt seine Stärke? Wir schicken ihn in den sicheren Tod mit 3 unlösbaren Aufgaben. Lach! Ohne Furcht, todesverkatert und ohne Peil stellte sich das Schneiderlein den 3 schier unlösbaren Aufgaben, die Riesen zu töten, das Einhorn einzufangen und die Wildsau einzusperren. Entschuldigung! Ja? Entschuldigung! Ja? Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten, unter den Proteinlieferanten hier im Westen. Bock mal das weiße Pulver zu testen, die Muskel zu mästen, abzustappen, jeden eurer Feinde zu bashen. Nice. Ich weiß, hab den zicken Scheiß, den weißen, weil ihr es seid nur für den harten Preis. Was ist das da? Proteinpulver. Sieht aus wie Salat. Nein, das ist Proteinpulver. Also macht uns das Schrack. Proteinpulver. Alter, das war kein Proteinpulver. Oh, unser Bizeps rumpft denn. Das war Salat. Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Ja? Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten, unter den Einhorn-Inspektoren, um euch alle auf Dichtheit zu testen. Ich bin echt, schau mal meinen Regenbogen. Das ist nicht gelogen, das ist für uns reine naiv verboten. Und das Beste, 100 Berlin, nie eine Wette. Das ist so krass, dass ich das bei dir gleich teste. Jede Wette, kannst mir nicht nachlaufen, ganze Strecke. Ja, okay, lass uns, du lahme Schnecke. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich bin Herr Schneider, der Beste der Besten. Halt dein Maul, der Name ist jetzt krass bekannt hier im Westen. Schon gehört 7 auf einen Streich zugleich. Aber mein Rekord liegt bei 8 Flaschen mit 5, folgt zugleich. Ich glaub, mein Schwein pfeift gut, ich steig keinen dabei. Ich hab 23 Flaschen.
sie starben beide an Leberzirrhose. Was? Was? Rehbiologe! Und so gut. Es tut schon wieder ein bisschen weh. Ich sag's so, wie es ist, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guter Letzt gönnt euch Insider-Merch 1, 2 und blie. Natürlich nur 2 Wochen erhältlich. Danach gibt's die nie wieder. Deswegen, ja, leider der Großmutter Bescheid. Ich will die einmal 5-mal haben. Alle macht, wie ihr wollt. Ich sag nur, danach gibt's die halt nicht mehr, ne? Schreibt mal in die Kommentare, welches Märchen euch noch fehlt. Oder noch besser, schreibt mal, was ihr noch als Insider-Merch haben wollt. Dann sorge ich dafür. Und unzählige Vollversionen von den ganzen Märchensongs gibt es auf Spotify. Das heißt, Gönnung pur im Auto, Cruisen mit Bruder muss los, zur Arbeit oder zum Kindergarten. Und noch was, kennt ihr den heftigsten Channel auf YouTube? Kennt ihr ihn? Boolean Jam. Dort haben wir gestern nämlich einen Yeti zum Leben erweckt. Und das in einer Runde mit André, John und 3 Kilo Kleister im Rahmen des neuen Films Everest, ein Yeti will hoch hinaus, bei der ich auch eine der Hauptrollen spreche, und zwar Jin, der hier. Und ich muss sagen, eine Hauptrolle... Oh, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt den Film nicht geguckt, aber nice. Einfach eine Synchronsprecherstimme, let's go. Voll gut. In einem Kinofilm zu synchronisieren... Übelst Fun, übelst Erfahrung, mega cool, vielen Dank. Cool. Aber wieso jetzt darüber reden, wenn ihr einfach auf das Boolean-Video gehen könnt, denn da rede ich sehr viel über den Film bei einer chilligen Runde Yeti Bow. Der Film startet am 26.09.2019 im Kino und ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn findet. Und wenn ihr den Film gesehen habt, dann kommt nochmal zurück zu diesem Video hier und dann schreibt ihr einfach mal, wow, das war's Leute, stay. Wow, ich bin gespannt, wie viele das dann gemacht haben. Leute, das war richtig nice. Richtig, richtig nice. Da geben wir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und wenn es euch gefallen hat, gebt auch einen Daumen hoch. Lasst etwas in den Kommentaren. Und ja, ich will mehr. Ich will mehr. Und wir haben noch ein paar Videos. Deswegen würde ich sagen, bye bye und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bye bye.